Wir präsentieren euch jetzt kurz, wie man die einzelnen Karnevalsmotive, die ihr jetzt gerade gefunden habt, zu einer kleinen Geschichte entwickeln kann, sage ich mal. Und ja, das wollen wir euch kurz zeigen. Und eure Aufgabe ist danach natürlich, das ist auch nochmal auf den Arbeitsblättern festgehalten, dass ihr das auch in der Art danach kurz zeigt, was ihr euch gedacht habt. Ja, Alaaf Ejeten, wir herzlich willkommen zur Kölner Karnevalssitzung. Der Karnevalsprinz wird auf einem Podest in den Sitzungssaal getragen. Nun betritt er die Stufen des Podests und betritt den Sitzungssaal. Tosender Applaus der Jecken. Zu den Jecken zählt auch der berühmte Seiltänzer, der den Menschen gerne seine Künste zeigen möchte. Dazu besteigt er sein sehr wackeliges Seil und schreitet darüber. Mit tosendem Beifall. Genau, das waren jetzt zwei Motive, die wir gefunden haben, die wir in eine kleine Geschichte verpackt haben, mit Geräuschen, mit Mimigestik kann man noch dazu packen. Und das ist jetzt das, was wir von euch noch möchten, dass ihr euch auch so eine kleine Geschichte ausdenkt zu den Karnevalsmotiven, die ihr aus Aufgabe 2 gesammelt habt.